Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich lade euch heute wieder ein zu einem kleinen Experiment. Ich möchte wieder eine restefeste Karte machen, das heißt, dass wir aus Papierresten Karten zaubern. Und ich habe die Kartenidee nur im Kopf. Ich weiß noch gar nicht, wie es ausschauen soll. Also es wird wieder so eine Art Sketchkarte sein und mein Sketch heute ist ganz lustig. Ist das hier. Also das ist so eine Süßigkeitenverpackung und das hier im Innenteil, das ist mein Sketch. Auf den möchte ich mich beziehen und aus dem möchte ich heute mit euch eine Karte basteln. Also ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber wir werden es im Video schon rausfinden zusammen. Und zwar möchte ich heute mit Designerpapierresten arbeiten. Ich habe das fabelhaft florale Designerpapier. Das hat diese Bestellnummer. Das ist so wunderschön und ich habe einfach noch einiges an Resten und werde euch damit auch ganz viele Ideen in der kommenden Zeit zeigen, weil das ist gerade mein absolutes Lieblingspapier. Und weil ich davon noch viele Reste habe, habe ich gedacht, die Karte soll irgendwie mit dem entstehen. Und ich nehme mir jetzt als Grundfarbe Brombeermousse und Grundweiß ist immer eigentlich dabei und versuche aus den ganzen Sachen eine schöne Karte zu zaubern. Ich fange jetzt einfach mal an. Also ich habe hier ein bisschen was hergerichtet, mache das jetzt aber mit euch zusammen. Das heißt, wir stanzen heute mal, ganz ungewöhnlich würde ich fast sagen. Ich nehme jetzt mal meine Stanzmaschine ins Bild und habe jetzt hier einen Farbkarton, das heißt, also beziehungsweise mein Designerpapier, was ich mir jetzt noch ein bisschen zustanze oder ausstanzen werde. Und ich habe heute die Stanzformen Basics mit Pep heißen die, hatten diese Bestellnummer hier unten. Das sind so richtig coole Stanzformen, die bestickt sind. Und zwar viereckig und diese Fähnchen und Kreise. Die Kreise habe ich schon hier liegen, die brauchen wir jetzt nämlich gleich. Und ich nehme einfach alle, wo in diesem Set drin sind. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich aus dem Ganzen dann am Ende viele Karten machen. Und so habe ich es mir bis jetzt schon ausgestanzt und zwar aus zwei Bögen. Ihr könnt also auch zwei übereinander legen. Wenn ihr das Restpapier habt von diesem ganz dünnen Papier, geht es super durch zwei Lagen durch und ich mache jetzt noch eine grüne Seite und guck mal, wie ich es auflege. Also da könnt ihr auch ganz, ganz frei experimentieren mit größeren und kleineren Ringen und Kreisen. Und ich mache es auch so, dass ich mir hier ein paar Ringe so zusammenlege, dass die dann so eine dünne Umrandung ergeben. Jetzt mache ich das mal bei diesen beiden größeren Elementen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es vorher gemacht habe. Kann euch das aber gerne ins Bild halten. Ja, das war so diese große, aber was daraus entstanden ist, zeige ich euch gleich. Ich stanze mir das jetzt einfach einmal aus. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass die Stanzformen nicht verrutschen, dass die Ringe schön gleichmäßig sind. Kurbel mir das einmal durch. Also das sind meine ganzen Kreise. Die bringe ich jetzt erstmal in Sicherheit. Und weil wir die Stanzmaschine und die Prägemaschine schon da haben, möchte ich noch was prägen. Ich habe hier einfach ein grundweißes Papier, das kommt auf meine Vorderseite von der Karte. Und es hat das Maß 13,5 x 10 cm. Ich messe lieber nochmal nach. Das ist zwar eigentlich mein Standardmaß, aber manchmal bin ich mir unsicher. Ja, stimmt aber. 13,5 x 10 cm und das möchte ich mir jetzt prägen mit dieser schönen tiefen Prägenform. Das heißt, die ist ein bisschen dicker. Deswegen brauchen wir bei der Stanzmaschine einen kleinen anderen Aufbau. Das heißt, die oberen drei Platten, die zwei durchsichtigen und diese obere Etage. Ich nehme euch mal ein bisschen raus, ihr seid... Oh, ihr seht hier noch was anderes. Das war das letzte Projekt. Nicht irritieren lassen. Also die drei müssen weg und dafür brauchen wir die Spezialplatte Nummer 4. Denn im Aufbau kommt die einfach über diese ganzen Sachen drüber. Das zeige ich euch gleich. Ich wollte euch aber noch einen Tipp sagen. Ich möchte nämlich jetzt von dieser Karte nur einen Teil prägen, sozusagen. Und das ist ganz praktisch, finde ich. Hier unten habt ihr so eine Linie drauf und an der kann man sich orientieren, dass es gerade wird. Das heißt, wenn ich jetzt meine Karte nur so einen gewissen Teil einlege, kann ich mich hier unten an der Linie ganz gut orientieren, ob das gerade wird. Dann kann ich diese Prägeform zuklappen und dann kann ich mir das so einmal durchprägen. Ich bin jetzt nur, ich glaube, ich mache es noch ein bisschen weniger weit rein. Das heißt, ich mache mir die jetzt nochmal auf, dann seht ihr das nochmal gut. Orientiere mich an der unteren Linie und mache nur so ein Teil, also so ein größerer Teil schaut jetzt bei dieser Prägung an der Seite raus. Dann klappe ich mir hier diese Form zu
und lege mir das einmal so in die Stanzmaschine rein und lege mir jetzt hier eben diese Spezialplatte einmal drüber und kurbel mir das einmal durch. Genau. Und so haben wir eben nur ein kleines Stück von unserer Karte, von unserer Frontkarte geprägt und ich finde, das ist wunderschön. Ich habe das bei einer anderen Karte schon mal innen drin gemacht, da war das auf dieser Höhe nicht ganz so weit hochgestanzt. Also im Querformat, dann kann man das schön noch beschriften und jetzt machen wir es eben hochformatig und außen drauf. Mal ich das als coole, fand ich schön. Und könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Ob es klappt, sehen wir ja jetzt dann erst. Gell? Und das sind meine geprägten Kreise. Also ihr seht es, die haben auch noch innen so eine kleine Prägung. Und ihr könnt die natürlich auf beiden Seiten verwenden. Ich finde es bei dem Papier einfach schön, dass das auch schlichte Seiten hat. Und die anderen Seiten, die sind halt immer, da ist was los. Da sind die richtig bedruckt und schön mit schönen Verzierungen. Und jetzt haben wir ganz viele Kreise, die wir jetzt ganz toll in Karten unterbringen können. Okay, jetzt starten wir mit unserer Grundkarte und die kürze ich mir einfach einmal ich falze zuerst und zwar in der Mitte bei 10,5 cm. Ich habe jetzt das ganze A4 Papier und schneide mir jetzt meine Karten zu auf 14 cm in der Höhe. Ich mache gleich zwei Karten. Jetzt falze ich mir meine Karte einfach einmal in der Mitte, dass ich meine typische Klappkarte habe. Einmal mit dem Papierfalter schön nachfalzen, dass es passt. Und ich habe diese beiden weißen Papiere zweimal mit 13,5 x 10 cm, weil ich gerade bei diesen dunklen Klappkarten natürlich innen auch noch was brauche, um da schön zum Schreiben, dass man das dann auch sieht. Also das geprägte Teil kommt dann vorne hin und das andere kommt innen rein. Und wir stempeln jetzt auch gleich ein bisschen. Bevor wir das aufkleben, habe ich mir jetzt einfach, ich würde gerne eine Geburtstagskarte machen, weil das brauche ich einfach total oft. Ich habe mir jetzt beste Wünsche zum Geburtstag rausgesucht und vielleicht nehmen wir auch noch dieses florale Set dazu oder so. Das schauen wir jetzt ganz spontan. Ich nehme jetzt mal als Farbe für vorne auf jeden Fall Brombeermousse. Das hat diese Bestellnummer. Und stempel mir jetzt aber zuerst den Spruch zum Geburtstag innen rein in die Karte. Das heißt, auf das Papier, das nicht geprägt ist. Diese Sprüche sind jetzt aus dem Set kunstvoll koloriert. Das wäre diese Bestellnummer. Also da ist einfach eine beste Wünsche und zum Geburtstag. Aber ihr könnt auch einfach gucken, welchen Anlass ihr macht für die Karte und was euch für Sprüche gefallen. Ich mache gleich noch eine zweite Karte. Das ist bei dem Spruch immer ein bisschen schwierig, wenn das so lang ist. Aber super. Zweimal die Karte, das passt. Und ich finde, das kann man schon noch ein bisschen bestempeln, auch mit Blumen außenrum. Ich mache jetzt aber zuerst noch die Frontseite. Und da möchte ich quasi als wichtigstes Element, als zentrales Element ja diesen Kreis machen. Und deswegen möchte ich mir den Kreis jetzt auch hier so seitlich bestempeln und muss da natürlich so einigermaßen hintreffen. Das heißt, ich stempel mir das zuerst und baue mir danach meine Kreise rum. Aber ich hätte schon noch, also ich muss hier gucken, dass ich ganz nah an meinen Rand hier hinstempel. Mache ich jetzt auch mal mit Brombeermousse. Und gehe mir hier mutig einfach ziemlich nah an meinen geprägten Streifen hin. Bei der anderen Karte habe ich es leider schon aufgeklebt, da mache ich es auch so. Also legt euch das als Muster ein bisschen immer noch hin, dann nehmt es weg und dann stempelt man das dann einfach drauf. Sieht jetzt schon voll schön aus. Aber heute wird es bunter. Also ich könnte mir jetzt gleich diese Vorderseite draufkleben auf meine Grundkarte. Dann wird nicht mehr viel gestempelt, weil ich ja mit diesen Kreisen noch basteln möchte. Und jetzt möchte ich mir noch die Innenseite ein bisschen stempeln und habe mir dazu noch die Farben Pfauengrün und Grüner Apfel rausgesucht. Vor allem für das Blattwerk und Sommerbeere würde ich noch für die Blüte benutzen. Oder vielleicht sogar auch nochmal Brombeermousse. Also ich glaube eher Sommerbeere, das ist auch in dem
in den Farben von dem Papier drinnen. Deswegen mache ich die Blüte jetzt mal so. Und die Blätter möchte ich auch ein bisschen so wie auf dem Designerpapier gestalten. Die sind ja so zweifarbig. Und dazu habe ich mir noch einfach so ein Fingerschwämmchen rausgesucht. Ich habe da schon verschiedene Farben immer so ein bisschen anbenutzt und habe mir da jetzt eben einen Blauton rausgesucht und fange mit dem an. Das heißt, ich gehe mit dem Papier, mit dem Blatt erstmal in die grüne Farbe, nehme mir dann mit meinem Fingerschwämmchen, das kann man so auf den Finger stecken, wie der Name schon sagt, einfach ein bisschen die Farbe vom Pfauengrün außen rum um diese Ecken und hoffe jetzt, dass es richtig schön wird und gehe mir hier so ins Papier. Ich finde, es schaut schon schön aus. Das sind wirklich wunderschöne Stempel und die sind jetzt aus diesem Set elegant floral. Das hat diese Bestellnummer hier unten, also diese große Blüte und dieser Doppelzweig, wo ist er hier? Die sind einfach wunderschön von der Farbe. Die machen so tolle helle und dunklere Abdrücke. Und da ist noch so ein ganz kleines Nupsilein drin. Das mache ich normalerweise immer auch in Brombeermousse. Das heißt, das müssen wir nochmal schnell dazu holen. Das ist dieses Blüteninnenteil. Okay, das habe ich jetzt ganz schlecht getroffen, muss ich sagen, ausnahmsweise hier. Machen wir jetzt mal zwei, gucken wir mal, wie das ausschaut. Aber das gleicht es eigentlich ganz gut aus. So kann man das gut machen. Normalerweise braucht man da nur eins. Und alles, was jetzt kommt, ist einfach ein bisschen spielen. Also ihr legt euch jetzt das Papier so zurecht, wie es euch am besten gefällt. Und dann klebt ihr euch das Stück für Stück an. Und da kommen echt, glaube ich, immer wieder andere Kartenformen raus. Ich finde, das ist total witzig. Das macht richtig Spaß. Hier könnt ihr natürlich auch mit verschiedenen Ebenen arbeiten. Das heißt, dass ihr könnt auch manche Papiere weiter nach oben und manche nach unten kleben mit so Abstandsklebepads. Und was ich jetzt so festgestellt habe, als ich das versucht habe, dass ich mir das schön hinlege, ist auf jeden Fall, dass man vielleicht ein paar kleinere Kreise mehr braucht als die größeren Kreise. Also zur Not müsst ihr euch vielleicht noch mal einen ausstanzen. Und jetzt merken, wie es gelegen ist. Ja, und so könnt ihr da wirklich ganz cool rumspielen und jede Karte wird, glaube ich, ganz anders und individuell und das macht richtig Spaß, die Kreise da so zu arrangieren, wie es einem gefällt. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt noch die Basics Glitzersteine, also ich nehme jetzt einfach nur die Glitzis, da gibt es ja verschiedene Varianten und Farbvarianten und so weiter und die mache ich jetzt noch ein bisschen hier drauf auf die Karte. Und ich finde die Karte so cool. Das macht richtig Spaß. Probiert das unbedingt aus. Ihr kriegt hier gut die Reste verarbeitet und habt echt ganz individuelle, coole, witzige Karten, die eben ganz anders aussehen als die, die man so kennt, würde ich sagen, oder? Ich habe jetzt auch noch ein paar Kreise übrig. Also guckt mal. Da geht noch was raus. Da wird wahrscheinlich bestimmt noch eine dritte Karte rausgehen. Und jede der Karten sieht unterschiedlich aus. Und ich finde, es macht sich richtig cool. Und jetzt wollte ich noch eine zweite Idee mit euch teilen, wie man die Innenseite noch gestalten kann. Wir haben die hier ja so wunderschön bestempelt und ich finde es auch toll mit den zwei Farben. Aber ich fände es auch cool, wenn man die Kreise von der Außenseite auch noch ein bisschen nach innen macht. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Kreise, die wir sowieso noch ein bisschen übrig haben, auch noch auf die Innenseite bringen. Deswegen habe ich mir noch mal kurz einen zum Geburtstag gestempelt. Ich weiß gar nicht, welches schöner ist. Leider sind beide nicht perfekt. Und nehme jetzt meine Restkreise und würde mir einfach so einen Kreis hier oben in die Ecke kleben wollen. Das heißt, ich nehme jetzt den kleineren Kreis, der so ein bisschen diesen dünnrandigeren Kreis und klebe mir den jetzt einfach mal hier so auf. Und halte mir das jetzt mal so hin,
wie ich das ungefähr haben will. Also es muss so sein, dass man den Kreis sehen kann. Und dann mache ich nur auf diese Stellen den Kleber. Also nicht auf das ganze Papier, sondern wirklich nur in dem Bereich, wo jetzt auch die Karte hinkommt. Und klebe mir hier die Karte dann so, diesen Kreis noch so auf die Karte drauf. So, und jetzt habe ich hier noch so einen halben Kreis, den finde ich auch sehr schön, den könnte ich da noch unterbringen. Den klebe ich mir einfach hier so ein bisschen an den Rand unten noch hin und den schneide ich mir jetzt auf der Rückseite ab, und zwar beide Teile. Einmal den hier unten, der ist jetzt schon genau passend, den können wir so lassen, dass der einfach schön anliegt und nicht übersteht. Und den oberen, das drehe ich mir einfach so um. Also ich habe da zweimal gestempelt, weil es nicht so ganz funktioniert hat, nicht wundern. Und schneide mir jetzt nur auf der Rückseite eben diesen Kreis nochmal ab. Und habe dann hier diese coolen Kreise auch noch auf der Innenseite. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so einen Halbkreis einfach nur hinmachen oder nochmal einen Kreis hier unten hin um die Ecke kleben. Fände ich jetzt auch noch ganz süß, können wir jetzt auch noch schnell machen. Also auch hier wieder Kreativität ohne Ende, da könnt ihr euch voll austoben. Also so habe ich das gemeint, wenn ihr euch da so einen Halbkreis aufklebt, dass ihr euch dann die Seite umdreht und einfach nochmal die Ränder abschneidet. Und dann haben wir echt so eine coole Innenseite, wo eben die Kreise von außen nochmal komplett auch nach innen bringt in die Karte. Dann passt es noch ein kleines bisschen besser zusammen. Aber so habt ihr jetzt natürlich auch die Möglichkeit gesehen, wie ihr die Stempel so zweifarbig schön gestalten könnt. Also ich glaube, in dem Video ist für jeden was dabei. Und was sagt ihr? Unser Sketch, Kreise, Kringel, Sprüche innen rein. Und das ist die Karte, die daraus entstanden ist. Also mit ganz vielen coolen Elementen auf der Karte. Ich finde es auch nicht zu viel. Ich finde, es ist genau richtig, ist total schön. Hier innen bestempelt. Ich finde, diese Prägung macht sich auch total gut. Ich finde es cool, dass es hier in der Mitte vom Kreis so die eine Hälfte eben geprägt ist und die andere schön glatt ist. Und dass es hier mit dem Spruch so schön ist, dass es so ein bisschen in den Hintergrund fließt. Und ja, ich finde auch das cool, dass die Karte so schön bunt ist, frühlingshaft und frisch. Und ich finde, dass es, also mir gefällt es richtig gut und hat richtig Spaß gemacht, die Karte zu basteln. Und hier hat er noch diese coolen Kreise innen drin. Also das ist schon, finde ich, noch ein kleines bisschen cooler als das Bestempelte. Aber das ist natürlich auch was man nicht so oft macht. Vielleicht liegt es auch daran. Jedenfalls hoffe ich, euch hat es gefallen, Reste zu verwerten, wieder eine neue Idee zu finden. Und ihr seht, also ihr könnt überall Kartensketche entdecken, oder? Also ich will jetzt keine Werbung machen für dieses Teil, sondern ich möchte nur zeigen, dass es überall auf sämtlichen Verpackungen oder so, egal wo, könnte euch ein Kartensketch in die Augen schießen. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich blende euch auch noch Videos ein zum Weiterschauen. Gerne weitere Restefeste sozusagen, also nochmal Reste verbrauchen. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss, danke fürs Zuschauen.